350.000 Dollar. Ja. Hör zu, Werner. Ich bin Frauenmörder. Ist da auch was drin? Diese Frauen, Herr Böhm, bitte seien Sie mir nicht böse, aber was für Frauen sind das schon? Das ist doch alles Mittelklasse. Es ist keine Klassefrau darunter. Wenn einer wenigstens Striptease wäre oder Nymphomanin aus der Society. Nein, Herr Böhm, diese Frauen sind nicht ideal. Ja, wo findet man schon eine ideale Frau, Herr Maroyan? Tja, müsst den Stoff erst abklopfen, Frauenmörder, hm? Tja, nicht schlecht, ja, das hat was. In Ich-Form literarisches Geständnis, alles auskotzen. Alles auskotzen, das hat was, ja. No, also, Herr Böhm, was wollen Sie für die ganze Chose haben? Alle Rechte der drei Morde, Presse, Film, Fernsehen, Sachbuch. 3.000, Herr Böhm, 1.000 pro Dame. Die Polizei hat festgestellt, dass ich kein Mörder bin. Ich habe ja keine Beweise. Was sollte ich denn tun? Halt den Mund, Böhm! Ziehen Sie sich an! Ich sehe schon die Titelseite der Boulevardzeitung. Rudi ist kein Killer. Das ist doch eine Katastrophe! Böhm hat von mir 500 Mark Vorschuss. Ich habe damit seine nächsten drei Frauenmorde anbezahlt. Nach dem ersten Mord bekommt Herr Böhm weitere 15.000. Wir hatten 20.000 vereinbart. Das Opfer muss sorgfältig ausgewählt werden. Wir müssen das Ganze wie ein Kunstwerk aufbauen. Böhm wird uns die Damen einzeln vorstellen und wir werden dann das erste Opfer gemeinsam aussuchen. Ich noch mal, Marojan. Wir haben's. Marojan hat doch etwas. Sie brauchen nicht mit der Konkurrenz. Ja? Ja, ja. In 6 Tagen.